Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie ihr diese filigrane Feenstaubkette ganz einfach selbst herstellen könnt. Alle Materialien, die dafür notwendig sind, verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. Für unsere Kette brauchen wir natürlich eine Gliederkette. Ich habe hier Meterware genommen. Dann brauchen wir eine kleine Fiole. Was für eine Form ihr nehmt, ist natürlich ganz euch überlassen. Bei meiner war jetzt schon so eine kleine Öse drin. Wenn ihr das nicht habt, nehmt einfach so einen Kettelstift und schiebt den von unten nach oben, mit der flachen Seite dann natürlich unten, durch den Korken durch und nehmt eure Biegezange und biegt euch oben eine kleine Öse. Dann brauchen wir noch einen Karabiner, drei Biegeringe, ein Einfüllwerkzeug, ich habe da vom Backen so ein Backtool genommen und dann natürlich noch das Glitzerpulver. Welche Farbe ihr nehmt, ist natürlich auch euch überlassen. Ich habe mich jetzt für das Petrol entschieden. Und dann brauchen wir noch einen Kleber. Ich habe mich für den hier entschieden, weil der einfach ganz transparent trocknet. Als erstes habe ich natürlich den Deckel der Glitzerpulverdose geöffnet, habe mir dann meine Fiole geschnappt, die entkorkt und mir dann mein Modellierwerkzeug genommen, um das Ganze schön einzufüllen. Schaut einfach mal, was für ein Werkzeug ihr daheim habt, um so wenig wie möglich Schweinerei zu machen. Selbst bei diesem schmalen Werkzeug ist mir einiges vom Pulver auf den Tisch gefallen. Aber ihr könnt da zum Beispiel auch einfach ein Blatt Papier unterlegen und das Ganze dann später ganz simpel wieder in die Dose füllen. Und weil ich Angst hatte, das Fläschchen zu zerdrücken, habe ich die ganze Zeit ganz furchtbar gezittert. Also bitte verzeiht's mir. Als ich alles eingefüllt hatte, habe ich mir dann meine Silikonform geschnappt, mit der ich normal Diamanten gieße. Und habe meine Fiole da drin verstaut, da ist sie nicht umgekippt. Habe mir dann den Korken geschnappt und da ein bisschen von dem Kleber drauf gemacht und das Ganze auf die Öffnung meiner Fiole gedrückt. Da kommt natürlich dann so ein bisschen Kleber an der Seite wieder raus, das ist aber gar nicht schlimm, da könnt ihr ein bisschen wegwischen, aber das ist einfach ein Kleber, der transparent trocknet. Deshalb benutze ich den auch gerne für meine Cabochons zu kleben, aber ich verlinke ihn euch gerne nochmal unten in der Infobox. Als letztes müssen wir jetzt nur noch unsere Kette an unserer Fiole befestigen, beziehungsweise die Fiole an der Kette. Dafür habe ich einfach auf jede Seite der Gliederkette einen Biegering gesteckt. Bei dem einen habe ich den einfach zugebogen und bei dem anderen habe ich noch einen Karabinerverschluss mit eingefädelt. Ihr müsst da allerdings nicht gezwungenermaßen einen Karabinerverschluss nehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch so einen Knebelverschluss nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist dann auf beiden Seiten ein Verschlussteil. Auf der einen Seite ist es so eine Art T-Stück und auf der anderen Seite ist es so ein Ring, durch den ihr das T-Stück dann einfach fädeln könnt. Ich hoffe, das war jetzt ansatzweise verständlich, beziehungsweise ihr wisst, was ich meine. Als letztes habe ich dann noch die Fiole an der Kette befestigt. Dazu habe ich einfach den Biegering durch die Öse der Fiole und durch die Kette gefädelt und habe das Ganze verschlossen. Sobald der Kleber getrocknet ist, könnt ihr eure Kette auch direkt schon tragen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche von mir habt, dann schreibt mir doch gerne. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.